Moin moin und willkommen zurück hier bei Tunic auf meinem Kanal. Und heute, wir haben die 10 Filme bekommen, heute machen wir uns auf den Weg, um dieses große Tor da oben anzugehen. Denn wir wissen aus dem Handbuch, wir können das nur angehen, wenn wir Feen befreit haben. Das wir gemacht haben. Jetzt gehen wir hier hoch. Also, gucken wir mal, was die Tür sagt. Ob wir da jetzt rein können oder nicht. Und vielleicht kriegen wir eine super fette Waffe da, dass es zumindest so ist, dass wir, wie heißt das, den Endboss noch leichter besiegen können. Okay. Tatsächlich geht's nicht. Ist die Frage, was man machen muss, um da reinzukommen. Also es steht ja in diesem Handbuch, warte mal kurz zurück, da geht ja was von goldenen Pfad, steht da, ne? Der goldene Pfad. Da, die Tür in den Bergen. Nimm deinen rechtlichen Platz ein, teile deine Weisheit. Verborgen, da ist das. Der goldene Pfad, Oberwelt, Seite 49. Das heißt, wir müssen die Tür ja irgendwie aufbekommen. Aber wie? Das heißt, wir müssen wieder einen bestimmten Weg hier finden. Dafür brauchen wir, glaube ich, einen Stift. Ich hole mal ganz kurz einen Stift und Papier. Kurz mal. So, gehen wir hin. Und guck mal, also der goldene Pfad. Das ist 49. Also das hier könnten auch die Buchseiten sein, die wir haben. Wir haben ja insgesamt 54 Seiten. Ich hätte gesagt, man müsste irgendwas hier an der Tür noch machen, damit wir da rein können. Aber ich kann jetzt auch nicht hauen, ich kann ja auch keine Magie ersetzen. Okay, also gehen wir mal auf Seite 12. Gucken wir, ob wir auf 12 irgendwas finden. Huch. 13. 12. Also, ist irgendwas Auffälliges hier in 12? Gucken wir mal. Okay. Also, wenn ich da gucke bei unserer roten Taste für ein Joypad, und da ist die RB-Taste, diese beiden Linien, könnt ihr die sehen? Da ist ein goldenes Viereck drumherum. Und da sind Linien. Einmal Linien hoch links und einmal oben. Runter rechts. Das heißt, die malen wir uns jetzt einmal auf. Und zwar malen wir uns direkt hier auf die 12. Das heißt, wir gehen jetzt hoch und dann nach links. Von oben machen wir einen runter und nach rechts. Das male ich mal kurz auf. Kleinen Moment. Zeichnung. Okay. Gut, habe ich. Also, das nächste wäre denn die Seite, wenn wir jetzt den Pfad folgen, wäre es die Seite 16. Gehen wir auf die Seite 16. Wenn das alles so easy ist, geht's ja easy peasy. Seite 16. Okay, hier sehe ich jetzt nicht unbedingt sowas. Also nichts, was da so reinpasst. Und doch sehe ich was. Und zwar sieht man im Hintergrund, hinter diesen Bildern, könnt ihr diese goldenen Linien sehen. Einmal außen mit fetten Linien und innen drin gefüllt. Also wenn wir, ich kann es dir leider so schlecht zeigen hier, aber ihr wisst, was ich meine, im Hintergrund, also Hintergrund, nicht die vorderen Bilder beachten, sondern Hintergrund, könnt ihr das sehen. Das heißt, es geht von, wie man sieht, geht es einmal von unten, also von rechts runter und auf der anderen Seite geht es von, ja, von unten nach oben. Und da ich unten keine Linien sehe, würde ich behaupten, es geht so, rechts runter, links, hoch, links. Das zeichnen wir auch ein in die 16. Gut, dann gehen wir weiter auf Seite 34. 34. Okay, das ist ganz leicht, denn da kann man sehen, oben rechts bei der Froschdomäne, da geht die goldene Linie rein. Sie geht direkt runter zur 4, von der 4 rüber zur 3, von der 3 hoch zur 1, von der 1 hin zum, ja, zum Fuchskopf da oben in der Mitte und ganz oben raus zur Oberwelt.
Das wäre das Muster. Das zeichnen wir auch an. Also es geht nach rechts, runter, links, rechts. Gut, haben wir die 34. Da gehen wir oben raus zur 46. Das heißt, wir müssen die 46 finden. Ich hoffe, ich habe alle Seiten. Das ist natürlich sonst doof. Ja, das ist wahrscheinlich die goldene Linie, die da aus dem Buch rausgeht. Könnt ihr das sehen? Also hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts. Die schwebt da aus dem Buch raus. Könnt ihr das sehen? Zeichne ich kurz ein. Die muss ein bisschen genauer sein kurz, weil ich habe jetzt einfach nur Kästchen gemalt. 5x5 Kästchen, das reicht ja. Gut, von da aus geht es weiter zur 28. Die 28. Sehen wir hier irgendwelche goldenen Linien, die wir brauchen? Ja, okay. Unten rechts, nee, unten in der Mitte von der Seite, seht ihr diese einsame Insel, ganz unten fast. Und dort geht ja einmal ein goldener Weg längs. Er geht nach rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch. Zeichne ich ein. Rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch. Gut. Dann geht es weiter zur 22, unserer goldenen Seite. Achso, die könnt ihr nie sehen. Ne? Ich zeige euch das einmal kurz wieder, damit ihr es einmal mitkriegt. Seht ihr das hier? Wir sind jetzt hier von der 12 zur 16, zur 34, zur 46 und jetzt zur 28, weil da die Linie... Und von der 28 geht die Linie hoch. Das heißt, wir müssen jetzt zur 22. Das ist ein bisschen crazy hier. Müssen wir mal kurz gucken, wie das geht. Ich gucke gerade, ob ich da irgendwas sehe. Oder vielleicht sogar irgendwas übersehen habe. Oh, wie kann man das da denn finden? Das sind so, die sind so ein bisschen versetzt, die goldenen Sachen. Das kann ich sehen, aber was hat das zu bedeuten? Dann müsste es ja sein, es geht hoch, dann geht es nach links, dann geht es wieder nach rechts, dann geht es hoch. Nee, das ist doch verkehrt. Warte mal. Das kann, also kann man ja auch so oder so deuten. Ich muss einmal kurz überlegen, wie es sein könnte. Warten wir mal kurz. Also, ich sehe diese goldenen, dass es nicht so richtig gedruckt aussieht, wenn man so Druckfehler sieht. Aber was ist daran richtig und was ist daran verkehrt? Ach klar, die überhängen. Natürlich. Hoch, links, hoch, rechts, hoch, links. Okay, zeichnen wir ein. Und dann geht es ja links raus, das heißt, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das wäre die Seite 15. 15, das gleiche Spiel wie bei der Seite 16, wo wir schon waren, im Hintergrund. Geht von rechts runter, nach links, hoch, nach rechts und wieder oben raus. Im Hintergrund könnt ihr sehen, die Dinger, ne? Gut. Von da aus, von der 15 geht es zur 27. Hui. Die 27... Die hat ein Kreuz nur. Also geht nach oben ein Kreuz. Hä? Warum hat die denn ein Kreuz? Ach so, genau. Hatten wir schon mal woanders. Das Kreuz ist kein Kreuz, der Strich, der Querstrich, der da hochgeht. In der Mitte seht ihr dieses, ihr seht so unten rechts, seht ihr so einen goldenen Pfad. Und dieser goldene Pfad, das sieht aus wie ein Kreuz. Aber das Kreuz bedeutet, dass man zweimal nach oben gehen muss. Also schreiben wir rein, zweimal nach oben. Dann geht's oben, kommen wir raus bei der 48. Da hinten. Und bei der 48. Was Gold ist. Ja, okay. 48 wird sehr simpel sein, weil das wird genau das sein, worauf der Fuchs zeigt auf die Karte. Also hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, rechts. Obwohl, die Punkte heißen nicht. Das ist kein. Nee, die Punkte heißen nicht rechts, rechts. Das muss nur rechts heißen. Das ist nur bei dem, wenn die einen Querstrich haben, dass es doppelt ist. Okay, also hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts. Gut, von da aus geht es dann weiter zur 11. Mann, das ist ja ein fetter Weg. Oben würde ich sagen, die goldene Linie. Also rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter. Und unten geht es runter zur 21. So. Bei der 21 haben wir... Oh. Fällt mir jetzt nicht direkt ins Auge. Müssen wir mal kurz gucken. Ah, doch, fällt mir doch ins Auge. Und zwar unten der goldene Kasten unten links, den Sternen folgen. Wir fangen also oben an, weil wir von oben kommen. Also es ist runter, links,
runter rechts, wenn wir unten den Stern einfach folgen würden. Seht ihr das? Gut. Von da geht's nach rechts, das ist die Seite 4. Die Seite 4. Okay, hier sehe ich wirklich nichts Goldenes gerade. Da muss ich mal gucken. Das ist schwierig. Da sehe ich gar keine Linien. Kann jeder was erkennen? Das ist schwierig, ich sehe da gar nicht. Doch, ach, unten rechts im Bild, zwischen den zwei grünen Säulen ist ein goldenes, könnt ihr das sehen, ist ein goldenes Symbol, also sind goldene Striche, und zwar geht es nach rechts, hoch, rechts, nee, da oben ist kein goldener Strich. Ach so, da geht es nur rechts, hoch und auf der anderen Seite von oben runter nach rechts. Okay, also rechts, hoch, okay. Gut, aber es geht nach oben, das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu 2. Laut der Seite. Und die 2 haben wir nicht. Die Seite 2 haben wir nicht. Oder ist das die Seite 2 hier? Ja, muss sie ja sein, weil das ist ja die dritte. Da muss das ja die zweite sein. Da ist keine Zahl drauf. Okay, die zweite, gut. Da ist unten das goldene Emblem. Das wäre dann hoch, rechts, rechts, runter. Okay, gut. Und dann geht's wieder runter. Und von da geht's runter zu 4. Das heißt, wir sind wieder hier auf der Seite. Und wissen ja, dass wir das schon eingezeichnet haben. Deswegen, von da aus geht es weiter zur 50. Hui. Die 50. So, die 50. Was Goldenes hier. Da sitzt der Fuchs und ist traurig, wenn er reinkommt. Okay. Da muss ich kurz sehen, habe ich da irgendwas? Ich sehe zwar was Goldenes durchschimmern. Durch die Steine da, aber das wird es nicht sein. Oder? Dann würde es ja bedeuten, das geht bei der 50. Ja, dann geht es von links und dann hoch. Und auf der anderen Seite ist es dann von rechts rein, runter und rechts wieder raus. Ja, okay. Wir tragen das mal so ein. Weil wenn wir das so eintragen, dann landen wir von der 50 auf jeden Fall bei der 6. Die 6. Okay, oben rechts das goldene. Da ist eine goldene Linie, die ist ganz leicht. Also hoch, rechts, runter, rechts. Genau. Hoch, rechts, runter, rechts. Dann kommen wir zur 52. Mein Gott, das ist auch eine Gespringe hier. Doch. So, 52 dort. Ja, okay, das ist ganz leicht. Die goldene Linie oben im Eck. Unter Memo fängt das ja schon an. Also wäre das rechts, hoch, rechts. Nee, das ist sogar ein Doppelrechts, weil da ist ein Querstrich drin. Also rechts, rechts. Runter, links und runter. Von da aus geht es weiter zur 42. So. Huch. Da sehe ich jetzt nichts Goldenes gerade. Also oben ist ein goldenes Symbol, aber das kann es nicht sein. Das ist ja komplett leer. Da schräg über von der Kerze, dieses, was da golden blinkt, das ist zu dolle, glaube ich. Das kann es nicht sein. Wie soll das denn gehen? Das ist ja... Nee, das kann es nicht sein. Das wäre ja dann... Ja, ist ja Quatsch. Haben wir noch nie gehabt, so. Ist da noch irgendwas anderes Goldenes? Ja. Und zwar... Na, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich würde so sagen. Also, zwischen den Bildern im Hintergrund sieht man es so ein bisschen rot. Zwischen den oberen... diesen runden oberen Kasten und dann rechts den großen Kasten sieht man das. Das heißt, es geht runter und nach links. Und weiter unten geht es von links runter. Das ist der Hintergrund, der so golden ist. Den sieht man aber kaum, weil man da nicht drauf achtet. Aber man sieht es schon, also wenn man genau hinguckt, im Hintergrund. Also das heißt, runter links und dann von da nochmal rechts runter. Also wäre es zu 50. Und da 50 waren wir ja schon, fällt mir gerade auf. Genau, da passt das auch mit dem, was ich gesehen habe. Dann gehen wir wieder raus und gehen wieder zurück. Hä? Zurück zur 42. Ja, dann passt es auch mit unten wieder. Dann ist unten von rechts und runter. Und von da gehen wir auf die 33. Okay. Ja, okay, es gibt, ja klar, die werden sich natürlich ein paar Mal kreuzen, die Seiten. Geht ja gar nicht anders. Okay, bei der 33 sehe ich das schon jetzt. Das Bild links, wo der Fuchs auf die Sonne guckt, da sieht man den Pfad in den Wolken. Genau vor der Sonne. Das heißt, es geht runter, rechts,
runter, links, nochmal links, weil es ein Kreuz ist, also doppel links. Und da geht es weiter zu 31. Bei der 31 muss es sein, links ist so eine Säule, so links über den Kopf vom Fuchs, weiter oben, ist so ein Viereck und da ist es schon eingezeichnet drin. Das heißt, es geht nach von rechts raus, also rein, nach links, runter, rechts, runter. Genau, 31. Und die Seite geht runter zur 40. Zur 40. So. Bei der 40. Gucken wir, ob wir den goldenen Pfad finden irgendwie. Gut. Huch. Was kann denn hier der Pfad sein? Da oben ist so ein Symbol eingekreist, aber das kann's, ist es das? Dann wird es heißen, es geht runter. Nee, das ist verkehrt. Oh, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Da ist auch was eingekreist, da bei der 8 auf diesem Block. Da geht das aber auch nur, da wird es dann runter. Nee, das passt jetzt nicht. Geht da rechts, links, rechts. Könnte es auch sein. Da weiß ich gerade wirklich nicht, was das sein könnte. Finde ich, ist schwierig, weil es verschiedene sind. Aber was kann es da sein? Oh, das sehe ich nicht. Das sehe ich tatsächlich nicht. Die anderen waren relativ leicht zu sehen. Hier erkenne ich das nicht. Gucken wir mal. Diese Kaffeeränder, könnten die was damit zu tun haben? Die Kaffeespuren? Also. Oder vielleicht. Vielleicht dieses Ding in der Mitte da? Nee. Okay. Das ist gar nicht so leicht. Oder muss ich die Zahlen verbinden, die da sind? Nee, auch nicht. 1, 2, naja, also auf einmal geht es ja zu 12 und 13. Da fehlen mir ja einige Zahlen. Tata, tata. Ach, jetzt sehe ich das. Unten links beim Kaffeefleck, zwischen dem Text, wo steht, trägst du sie, wärst du eine Legende. Wenn man dann nach rechts guckt, genau auf dem Kaffeefleck sehe ich die goldenen Nieren. Die sind natürlich von einem Kaffeefleck golden gemacht worden. Also, es geht runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts. Das ist ein bisschen weit, ich muss ein bisschen mehr malen. So, okay. Und von da aus geht es weiter zu 18. Hui. Die 18, okay. Goldene Linien, wo seid ihr? Kommt zu mir. Okay, die sehe ich und zwar bei den Attributen, wo man links sehen kann. Unten links guckt man, da sieht man die Federn und da ist was Mystisches, wo Fragezeichen da sind. Da sieht man aber, dass die gestrichelten Linien Gold sind. Das heißt, es geht links, hoch, zweimal rechts ist ein Strich, zweimal rechts und einmal runter. Genau. Zweimal rechts und einmal runter. Perfekt. Von der 18 wird es dann gehen zur 44. Ticke, 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 ticke. Ups, zu weit. Die 44. Ist das Symbol an der Wand drin? Kann das sein? Das ist also das, was schon da zu sehen ist eigentlich? Oder? Da sind jetzt so viele drauf. Also einige sind gezeichnet, wie man sieht. Da unten hat er uns ja nochmal einen Tipp gegeben auch. Was kann es denn da sein? Da könnte man natürlich mehrere Sachen nehmen. Also es sind ja alles die gleichen Wege. Das heißt, es geht immer. Es geht immer so, so, so. Irgendwas übersehen da? Ist da noch irgendwas eingezeichnet? Guck nochmal genauer hin. Verborgene Geheimnisse. Da erkenne ich aber nichts. Huch, das ist schwierig. Das ist schwierig, finde ich. Also es müsste dann wahrscheinlich das sein, was da schon eingezeichnet ist. Seht ihr das? Das heißt, es geht runter,
Nee, doch, runter, rechts. Warte mal, ich mach's mal kurz, ich sag's mal ein. Also es geht runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts. Das geht aber nicht, dann geht's raus. Und die 44, kann ich kurz zeigen, die 44 ist hier ganz außen, unten rechts, seht ihr das? Das funktioniert nicht, weil dann geht die raus und geht der Weg geht nicht weiter, also das passt nicht. Es muss ein anderer Pfad sein. Das passt nicht auf dem Papier. Hm. Da oben auch, da geht es immer nach rechts raus. Wir brauchen etwas, ich baue etwas, was nach links rausgeht. Also hoch zu 18 kann es nicht mehr. Also ich kann euch kurz zeigen. Hoch zu 18 geht es nicht mehr. Von da sind wir gekommen, da gibt es keinen Weg, der da hochführt. Es muss zu 39 rübergehen. Aber wie? Wie komme ich denn, es muss einen Weg führen, wo der Pfad auf jeden Fall links rausgeht. Wo es links rausgeht. Ha, wenn wir den Spiegelverkehrten nehmen, also den auf der linken Seite, dann passt das. Dann würde es sein, runter, links, hoch, rechts, hoch, links. Dann kommen wir links raus. Wir machen das einfach mal, das muss es sein. Anders kann es nicht funktionieren. Also wir nehmen, statt die rechte Seite, die wir immer genommen haben, nehmen wir diesmal die linke Seite. Probieren wir es mal. Dann kommen wir, landen wir auf jeden Fall auf Seite 39. So, ach guck mal, oben im Titelscreen würde ich sagen, ist es das da, wo dieser Fledermauskopf, goldene Fledermauskopf ist. Und dieser Bereich ist extrem gefährlich. Da unten ist eine goldene Linie, das kann es ja nur sein. Also rechts, runter, links, hoch, links. Und dann landen wir wieder bei der 12. Und das passt auch gut bei der 12, denn ich sehe, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die 12 hat ja, sozusagen, könnt ihr das sehen, geht ja oben auch weiter. Das heißt, bei der 12 passt das auch, denn die 12 schickt uns hoch zur 9. Und die 9 schickt uns nirgendwo hin. Wo ist das denn hier, die 9? Was kann, man hier, was kann das denn hier sein? Okay, da sehe ich zwar was Goldenes bei den Spielständen und beim Ladenzeichen, aber es ist ja nicht das, was wir suchen. Also, gucken wir mal weiter. Ich nehme euch jetzt die ganzen Gedankengänge mit hindurch dabei, seid ihr, damit ihr einfach genau seht, wie ich auch denke. Aber ich weiß ja nicht, bei 9, wo finde ich denn da einen goldenen Pfad? Muss mir alles mal genau angucken hier. Krass! Wie kann, welcher Pfad kann es denn hier sein? Die Pfeile, die da sind? Ne, die Pfeile ist, oder? Hoch? Also wir müssen ja von, wir kommen von unten, das muss unten anfangen. Wir müssen nach oben gehen. Es muss nach oben gehen. Oben. Und dann haben wir auch alle anderen Zahlen, habe ich. Es fehlt noch die 55 in der Mitte. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall oben auch wieder rauskommen. Das heißt, es muss von unten anfangen und es muss oben rausgehen. Weil alles andere passt nicht mehr. Die anderen sind, haben wir schon alle beschrieben. Okay. Sehe bloß, ich sehe gerade wirklich, also da jetzt sehe, hier sehe ich wirklich gerade nichts bei der Seite 9, was es da sein kann. Krass. Hat er da irgendwo was? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Wow. Ich sehe auch keine goldenen Zeichen oder irgendwas. Linie sehe ich auch nicht. Das ist, das ist mal wirklich was, was Neues hier. Kann ich auch ranzoomen? Kann man hier ranzoomen? Ja. Kann man da mal gucken, ob wir irgendwas Besonderes sehen? Genau, das Ranzoomen hätte ich natürlich ein bisschen spät jetzt. Hätte ich mal vielleicht vorher machen sollen. Hätte ich ja immer gesehen können, was ich genau meine. Naja, machen wir beim nächsten Mal. Aber ich sehe hier nichts. Ist das, das ist ja auch kein goldener Pfad. Wenn das... Nee. Krass, da stehe ich komplett auf dem Schlauch gerade. Ich sehe da nichts, was es sein kann. Und erraten kann man es ja nicht. Man kann diesen Weg nicht erraten, das geht nicht. Wow. Wow. Krass, das ist wirklich,
Das finde ich wirklich sehr schwierig. Ich finde hier keine goldene Linie, wirklich nicht. Was heißt denn das? Das ist, also okay, das ist die Seite, wo die erklären, wie man was machen kann. Das Einzige, vielleicht ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass wir da hingehen müssen. Zu den Optionen. Teste ich mal. Optionen? Ne, hier geht es nur Zulänglichkeit. Hä? Was steht denn da? Fortfahren, neues Spiel, Optionen, laden. Spielstände. Laden. Okay, aber wenn ich jetzt hier rausgehe. Okay, gehen wir mal raus. Wir testen es mal. Titelbildschirm. Spiel laden. Ja, hier sehe ich aber nicht viel. Mal sehen, wie viel, 16 Stunden haben wir hier für das Spiel schon gebraucht. Aber ich sehe ja nichts Besonderes. Oder gibt es hier eine goldene Linie irgendwo? Nö. Zone ist auch nichts. Hä? Jetzt ist da eine neue Datei dazugekommen. Seht ihr das? Da haben wir auch alle Sachen. Cool, wenn wir alle Sachen haben. Wir haben alles voll hier. Wie cool ist das denn? Aber was soll das? Hä? Ah, kann ich auch machen. Hä? Was soll das jetzt hier? Ah, warte mal. Geh mal zurück. Wo sind wir andere? Genau, wir sind. Ah, okay, warte mal. Hoch. Warte mal. Links. Hoch. Rechts. Oh, jetzt ist eine Kreuzung, oder? Ah, nee, das ist also nochmal rechts. Kann das sein? Das ist es das? Das ist ja abgefahren. Und wieder hoch. Und links. Alter, ist das ein langer Weg. Und wieder hoch. Hoch. Links. Nochmal auf. Oh, noch mehr. Nee, ist nochmal das gleiche, ne? Ja, okay. Dann gehen wir zum Titelbildschirm zurück. Nein, ich will nicht dahin. Ich will zum alten Spiel wieder zurück. Oh, wann habe ich gespeichert, ist die Frage, ne? Müsste ja diese Datei sein, ne? Okay, also das habe ich jetzt eingetragen. Jetzt sind wir oben bei der 55 gelandet. Dann lass mal zu der 55 gucken. Ich gehe mal kurz hier hoch. Okay, jetzt haben wir... Das ist auch abgespaced, dass man so denn Linie finden muss. Also, da kommt man auch normalerweise nicht drauf, aber... Wir schon, ne? Denn wir sind helle Gelle. Okay. Also, das haben wir gefunden. Jetzt sind wir auf der 55 gelandet. Die 55 gibt es nicht, das ist das Ende. Ja, geht denn da hoch. Okay. So, jetzt müssen wir diesen Code mal ausprobieren, der auch so funktioniert, wie wir es denken. Okay, ich gucke auf meine Karte. Das ist sehr lang. Wir versuchen es mal, okay? Also, fangen wir an bei der 12, ne? Los geht's. Oben, links, unten, links, oben, links, unten, links, oben, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, rechts,
unten, rechts, oben, links, oben, links, oben, rechts, oben, links, unten, links, oben, rechts, oben, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, links, unten, rechts, oben, rechts, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, rechts, unten, links, unten, links, unten, rechts, unten, rechts, unten, links, links, unten, rechts, unten, links, unten, rechts, oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, rechts, unten, unten, links, oben, rechts, oben, links, unten, links, oben, links, oben, links, oben, rechts, rechts, oben, links, oben. Okay, es passiert was. Alter Schwede, was ist das denn für ein abgefahrenes Rätsel? Also mal ganz im Ernst. Schön, dass ihr die Geduld hattet, mir das zu machen. So, und hoffentlich finden wir jetzt was Cooles für den Boss. Weil das wäre ja schon... Da ist noch eine Seite, okay. Die gibt uns wahrscheinlich einen Aufschluss über irgendwas. Tunic Handbuch. Es ist die erste Seite. Lieber Spieler, du bist weit gekommen, nicht wahr? Vermutlich hast du viele Geheimnisse gefunden. Vielleicht bist du über den versteckten Trophäenraum gestolpert. Vielleicht hast du sogar alle Feen befreit. Wir hoffen, du hattest Spaß, aber es gibt noch mindestens eine Sache, die du tun musst. Wenn dies deine letzte Seite ist, solltest du jemandem bestimmten einen Besuch abstatten und deine Weisheit teilen. Danke fürs Spielen. Behalte diesen Brief. Du weißt nie, wann er dir noch nützlich sein könnte. Dieses Dokument darf nicht entsorgt oder verzehrt werden. Okay, ich glaube, wir haben das Handbuch fertig. Dann wissen wir, mit diesem Handbuch gehen wir jetzt direkt zu dieser fiesen Tante hin, oder? Und jetzt weiß ich ja, worauf es hinausläuft. Warte mal. Denn irgendwo... Hier ist es. Nimm deinen rechten Platz ein. Wir hätten A, gegen sie kämpfen können. Oder wir können Teile deiner Weisheit. Wahrscheinlich können wir auch mit ihr reden. Oder irgendwas. Okay, da müssen wir jetzt hin. Krass. Also, schon ziemlich cool, ob das jetzt wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht mit der Weisheit... Vielleicht kann man mit der Weisheit die Tante besiegen. Vielleicht sollen wir sie gar nicht besiegen. Vielleicht sollen wir auch mit ihr reden. Im Endeffekt. Warte mal, ich muss mal kurz mit durchgucken. Die Bibliothekar, okay, hatten wir. Stimmt da irgendwas? Mit diesem Heiligtum? Nee. Gut. Also, lass mal versuchen, da jetzt hinzugehen zu der Tante. Und, jetzt, vielleicht passiert ja auch was anderes. Es ist ja auch so, wie bei anderen Spielen, dass es zwei verschiedene Enden gibt. Und das eine ist das Ende, das andere ist das Ende. Wir schauen mal. Ja, haut mich nicht, ihr Affen. Neuer Freund. Glaube ich. Auf irgendeine Art. Eine schräge Art, nicht euer Freund. So, wir speichern auf jeden Fall hier unten einmal. Also, schon sehr viel Liebe ins Detail bei dem Spiel, muss man sagen. Guck mal, was jetzt passiert. Ach Quatsch, wo will ich denn hin? Wir müssen doch zu den goldenen Platte. Sie ist doch da in diesem... Sie ist doch verschwunden. Müssen zu dieser goldenen, zu einem Teleporter müssen wir. Wieder voll daneben. So, wo ist denn der nächste goldene Teleporter? Hier drüben, ne? Hier runter. Ja, los, runter. Kuckuck. 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 So, und jetzt aber. Schnell, bevor die kommen. Mach ich noch platt. Dann jetzt. Wow. Oh, das finde ich... Also, das fand ich wirklich, war richtig gut gemacht, muss ich sagen.
Ah, ich fand's richtig gut gemacht. Also auch gerade mit diesem... Hat schon was. So. Okay, diesmal hat sie keine Waffe in der Hand. Oh, oh. Oh, sie kriegt doch eine Waffe. Shit. Ich dachte, wir können... Okay, aber vielleicht können wir... Darf sie jetzt in unserem Handbuch lesen? Wahrscheinlich, wenn jemand das nicht schafft, wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Nun stirbst du? Du hättest sie auch killen können wahrscheinlich. Aber dann würde sich das immer wiederholen und so ist es wahrscheinlich einfacher. Oh nein, meine Mama. Nein, ich weiß es nicht. Wer ist sie? Sieht aus wie ich in groß. Okay, ich habe nicht ganz durchgeblickt durch die Story. Gib mir mal eure Gedankengänge dazu, was ihr glaubt, worum es da geht. Jetzt im Nachhinein könnt ihr mal mich durchlesen irgendwo. Es gibt bestimmt Leute, die schon was darüber geschrieben haben. Jetzt glotzen sie erstmal Fernsehen, die beiden, mit ein bisschen belegte Brote, ein Käffchen. Oh, was soll ich sagen? Fantastisches Spiel. Also, man muss ja immer behaupten, das ist ein Indie-Game, aber hammergut und direkt auch noch in Game Pass gelandet. Doppelt gut, kann ich anders sagen. Also wirklich gut. Wirklich gut. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja. Huch. Oh, ich habe einen Knopf gedrückt. Tut mir leid. Nee, habe ich nicht. Es kommt auch sowas. Na komm, wir schalten mal die Schnelldurchlauf. Eventuell gibt es ja noch einen Abspann. Mal gucken. Trotzdem viele dabei bei so einem Spiel, muss man sagen, ne? Mom und Dad, Mom und Dad. Das wäre ein prädestiniertes Spiel auch für die Switch gewesen, oder? Hm, schade. Hätten sie mal gleich mitmachen können. Oh, das Ende. Hm. Neues Spiel. Kopieren Spiel schon und übernehmen die meisten Gegenstände ein neues Spiel. Klar. Ich werde es aber nicht nochmal spielen, aber gut, dass man es kann. Und das geht wieder von vorne los. Man könnte es natürlich nochmal machen, um dann zu kämpfen. Kriegen wir jetzt alles wieder da? Haben wir alles dabei? Schwert, das alles? Okay, nur die Magie nicht. Hm. Gut. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.